Ja, schön. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Don't piss dir nicht in die Hose twice, als das Spiel. Ich habe jetzt nur ein kleines Review gelesen oder eine Bewertung gesehen, besser gesagt, dass das wohl so gut sein soll wie Layers of Fear. Ein Gruselfaktor her und ich habe bis jetzt nur geschaut, ob es funktioniert. Also, ob ich starten kann. Ich gucke nochmal in den Einstellungen, ob ich noch was ändern kann, möchte, soll. Grafikeinstellung, Vollbild, so. Sichtfeld, 75 Grad. Kann ich mir die Augen noch weiter nach außen klappen? Ich lasse das mal so. Schattenqualität sehr hoch, sehr gut. Auf einfach zurück. Deutsch. WASD, Kriechen-C. Laufen Left-Shift. Reifen, okay, gut, das Handy, okay. Ja, dann, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und klopfen auf keinen Fall zweimal, ne? Lädt jetzt relativ schnell. Ich weiß noch nicht, wie die Grafik so aussieht. 2D von oben, Vogelperspektive. Na, nicht ganz. Oh, Telefon. Drück, um das in die Anzeigen zu verbergen. Was ist das für eine Taste? Also die. Lass mich. Jetzt habe ich das nicht gelesen, weil ich von dem. Lass mich endlich in Ruhe. Ja, gut. Wieso stehe ich auf dem Tisch? Ach nee, ist kein Tisch. Das wäre hier so ein Tisch. Nehmen Sie den Kerzenhalter, um Ihren Weg zu beleuchten. Wo ist denn der Kerzenhalter? Da. Nehme ich den Kerzenhalter. Ich mache mal hier Licht an. Ja, ich versuche. Wie kann ich denn runter? Ah. Wow. Easy. Easy Fortschritt. Zünde mein Feuer an. Helikopter. Hallo? Keiner? Was war das jetzt für ein Klopfen? Ich hab doch hier die. Hörst du jetzt mal auf? Alter, was ist das für ein Spiel? Jetzt schon. Ich lese das. Oh! Tja, Jumpscare verpasst, würde ich sagen. Zielen, werfen. Ich kann das gar nicht lesen. Ich kann das nur greifen und schmeißen. Ach doch, lesen kann ich wohl. Am südlichen Rand der walisischen Täler steht ein atemberaubendes Beispiel dezenten Baustils. Es ähnelt dem Stil des späten 17. Jahrhunderts. Als Kern steht ein mittelalterlicher, rechteckiger Turm und ein Innenhof, der den ungewöhnlichen Aufbau des Gebäudes verbindet. Dieser besteht aus Eingangshalle, Salon, Küche, Frühstückszimmer und einem Spielsalon. Salon. Am hinteren Teil des Hauses wurde eine sanierte Kapelle angebaut, die jetzt als Kunststudio benutzt wird. Das Haus ist mit Stufe 2 bewertet und wurde vor kurzem durch die neuen Inhaber, die Webb-Thomas-Familie, vollständig erneuert. Escape. Oh, fallen lassen. Ich will das werfen. Ich will das da reinwerfen. Da kann das jetzt jemand anders lesen. Wie auch immer. So, was sollte das jetzt hier mit der Scheibe? Das wird mir aber hoffentlich ersetzt. Schweine. Kann ich irgendwas. Oh, hoppala, ich bin aber auch ungeschickt. Ich möchte das auch wieder da reinwerfen. Greifen, werfen. So, wir machen das Lagerfeuer jetzt hier schön groß. Das kann ich nicht aufnehmen, da kann ich nichts machen. Das ist auch verschlossen. Hier ist nichts, hier ist nichts. Die kann. Ach, schön. Gut, dass ich die auch nehmen kann. Da freue ich mich ja schon.
So. Ach, schön, wenn man hier so ein schönes Feuer machen kann. Oh, hervorragend. Oh, toll. Oh, super. Das gefällt mir sehr gut. Schön. Dann lassen wir das mal so. Gehen wir zu dem Laptop. Komischer Spiegel. Steht da irgendwas drauf? Ne. Was war das? Greifen? Fallen lassen. Was ist das? Paracetamol. Ach, Tabletten. Okay. Kann ich irgendwas machen? Nee. Gut, dann nicht. Lass mir das einfach mal so. Ich kann ja alles nehmen hier. Hervorragend. Gutes Spiel. Sehr gut. Kann ich es irgendwie drehen? Aber mal lesen, was da drauf steht. Ah, so geht das. Ich kann es aber nicht lesen. Nein. Weg. Dass sie auch, also die Vasen, wenn die auf den Boden fallen, verschwinden die komplett. Gut, haben wir auch noch Licht zum Anmachen. Du. Hinstellen. So. Schön hier. Machen wir es wieder ordentlich. Du kommst lieber mit. Und wir gehen dann mal hier durch, würde ich sagen. Ah, ich kann noch mehr Licht anmachen hier. Mache ich das so eben. Zack, zack, zack. Ist hier noch mehr? Ne. Gut, wir gehen durch die Tür. Hallo. Warum hast du den Strom abgeschaltet? Ich hasse dich. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Guck mir hier die Bilder an. Mehr mache ich hier nicht. Recht. Da liegt was. Bücher wurden geschickt, die Beichte eines Teenagers lesen. Tagebuch von Chloe. Sie hat mich vor so vielen Jahren einfach weggeworfen und jetzt schlendert sie in mein Leben zurück und erwartet, dass jetzt alles in Ordnung ist. Daraus wird nichts. Sie soll mich einfach in Ruhe lassen. Sie versucht, mich mit ihrem coolen Job und großem Haus zu beeindrucken, aber es gibt keine Entschuldigung dafür, dass sie mich verlassen hat und ich hasse sie dafür. Wir sind jetzt Fremde. Sie ist nicht fähig, Mutter zu sein und sie schickt mich sicher zurück ins Heim, sobald ich sie langweile. Werfen. Das ist aber eine unheimliche Rückseite. Ich gehe erstmal noch hier lang, bevor ich durch die Tür gehe. Beziehungsweise ich renne. Okay, hier gibt es noch ein bisschen mehr zu sehen. Licht. Licht. Die Tür ist zu. Dich nehmen wir lieber mal mit. Auch zu. Auch zu. Was ist hier? Was ist das? Ich will erstmal lesen, was da steht. Bücherwurm, 325. Die Geschichte hinter der preisgekrönten Künstlerin und Bildhauerin Jessica Webb Thomas. Eingebung kann von überall, von allem kommen. Meine wird durch meine Beziehung zu dieser Welt geprägt, zu der ich mich verbunden fühle. Seitdem ich 9 Jahre alt war, wusste ich, dass ich Künstlerin werden will. Ich habe es immer geliebt, mit Ton zu spielen, aber es während meiner Jugendjahre
Erst während meiner Jugendjahre entdeckte ich meine Begabung für die Bildhauerei und liebe es noch heute. Ich bin begeistert von Bindungen, die wir als Menschen machen. Die stärkste Bindung ist zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Oder auch nicht. Oh, hoppala, das war ein zu viel. Werfen. Ich werfe hier alles hin. Staubsauger, hier kann ich den mitnehmen. Nicht erschrecken, bitte. Hä? Das war jetzt aber blöd. Hä? Was? Wieso habe ich denn jetzt auch immer das Ding wieder nach? Ist das hier so ein... Haha. Ah, okay. Ich kann das Ding... Kann ich das da hinwerfen? Ne, kann ich auch nicht. Ich kann das auch nicht in... Ich kann das nirgendwo mehr hinwerfen. Habe ich das jetzt hier immer vor der Fresse hängen? Oh, Gott sei Dank. Ich habe gerade schon gedacht. Ist das ein Geist? Heute hier zu wieder, ne? Ein bisschen. Wir wollen auch nicht wieder zurückgehen. Was ist das hier Leckeres? Cabernet Sauvignon. Werfen. Oh, stabile Flasche. Naja, wir gehen mal weiter. Noch mehr Tabletten. Noch mehr Bücher. Eine Eule. Kann die irgendwas? Die kann man auf jeden Fall werfen. Bing! Lesen. Amt für Gesundheit und Sozialdienste, Abteilung für Jugendliche und Kinder. 2. September 2016. AW, Antrag auf kurzfristiges Sorgerecht. Sehr geehrte Frau Webb, bitte betrachten Sie diesen Brief als eine Art Vereinbarung bezüglich Chloe N. Webb. Webb. Anhand der Beweise und der Zusage von Chloe sind wir froh, Ihnen mitzuteilen, dass ein Probesorgerecht für Ihre Tochter eingereicht werden kann. Ich hoffe, jemand steht gerade neben mir. Sobald eine Probezeit bestimmt wurde, schicken wir Ihnen einen endgültigen Brief mit der Bestätigung. MFG Julia Andrews, Abteilung für Jugendliche und Kinder. Glück gehabt. Doch nicht. Nehmen wir die mal mit. Wir brauchen nichts blöd kommen. Kriegt direkt eine Lampe in die Fresse. Das geht doch bestimmt gleich an das Radio. Ich kenne das doch. Ich kenne diese Spiele. Zu. Offen. Sehr gut. Ist das jetzt hier ein Innenhof oder was soll das sein? So gut, dass meine Kerze nicht ausgeht. Hm, Vogelfutter. Hier. Was klopft denn hier? Was ist das? Was klopft hier wieder, ne? Kann ich nicht werfen. Hä, was habe ich denn jetzt nehmen können? Verstehe es nicht. Dumm, dumm. Da geht's nicht weiter. Ah, Licht. Die Kerze brennt auf jeden Fall gut. Licht. Licht. Da oben. Da oben ist die Alte. Selbstsüchtige Hure. Was? Wieso bin ich denn jetzt eine Hure? Ich laufe doch hier nur draußen rum. Ich versuche gerade den Strom wieder anzustellen, du Schlampe. Da geht's auch nicht weiter.
Springen kann ich nicht. Da war ja auch dicht. Ne, jetzt geht's noch weiter. Oder habe ich mich gerade verguckt? Naja, folgen wir mal dem Weg hier. Einfach. Ach, hier waren wir ja schon. Das hier ist ja unser Teufelswerk. Da hat jemand was fallen gelassen. Also Kinder, solche Schocker ziehen bei mir nicht mehr, ne? Müsst ihr euch mal merken. Da muss schon ein bisschen was mehr kommen. Na toll. Ich hole mir mal wieder Feuer. Ich möchte da wieder rein und mir Feuer holen. Was ist denn jetzt hier auf einmal für ein Scheiß? War das gerade schon so das Bild? Ich glaube irgendwie nicht. Füße. Komm, wir gehen mal wieder raus hier, würde ich sagen. Wird doch wohl machbar sein, oder? Werde ich jetzt hier verjagt? Das war Mausverwackler. So, eine alte. Ja, Hängetitten, wa? Hallo? Hallo? Komme ich immer noch nicht raus? Ich sehe mich auch selber nicht im Spiegel, warum nicht? Ah, hier war ich noch nicht. Okay, was ist denn mit der Mausempfindlichkeit los? Wieso sehe ich mich denn hier selber nicht im Spiegel? Bin ich ein Geist? Bin ich tot? Kann ich Klavier spielen? Yamaha Klaviere, kennt man, Markenprodukt. Oh. Hä? Waren die gerade schon da? Gehen die jetzt hier hoch oder wo gehen die Füße hin? Egal, ich... Ja, die gehen da oben. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Oh. Huch. Schöne Uhr. Naja, komm. Ich glaube, hier braucht jemand Hilfe, deswegen gehen wir mal nach oben. Ah, hier liegt noch ein Zettel. Post. Weiteres Kind vermisst. Ein örtlicher Junge ist einer von mehreren in den letzten Wochen verschwundenen gegangener Kinder. Man sei zuletzt, als er mit seinen Freunden Klingelstreiche vollführte. Siehe Seite 19. Du böser Junge, du. Zack. Oh Mann, oh, ich will die mitnehmen, die Sachen. Um auf kaputt zu gehen. So, ich komme jetzt. Komm jetzt. Wo kommt das denn schon wieder her? Ich habe schon wieder nichts gesehen. Aber das war ich jetzt selber schuld. Aber hier hat jemand gegengehauen. Aha. Komm du mir mal nochmal hier, du Arsch. Zu Licht. Ich glaube, dieses Haus wird von einem Geist verfolgt. Andersrum. Nee, das Haus verfolgt auch niemanden. Ach, ihr wisst, was ich meine. Methadon.
Tablette in mindestens 300 ml Wasser, Orangensaft oder anderen alkoholischen Zitrusgetränken auflösen. Lassen Sie die Tablette sich komplett in der Flüssigkeit verteilen und dann sofort austrinken. Hydrochlorid. Ich habe Methadon-Tabletten. Methadon. Methadon. Ich glaube, irgendwann erscheint noch irgendwas im Spiel. Habe ich einen Schlüssel? Habe ich Inventar? Nö. Habe ich nicht. Au! Meine Ohren! Hört auf! Du Scheiß! Aua! Das ist laut! Ein 9-jähriger Junge, Höhe 150 Kubikmeter, Haarfarbe gelb. Vermisst seit Montag, 10. Oktober 2016. Er trug einen dunkelroten Pullover über weißem Shirt, blaue Jeans und weißen Turnschuhen. Bei jeglichem Hinweis bitte folgende Nummer anrufen: 032-20881. Hallo, hat jemand dieses Kind gefunden? Der sieht doch genauso aus. Ist das das Kind? Ja, ich hab's gefunden. Es ist in einem Bild gefangen. Hol's da raus. Tyrolensis gehört auf die Alps. Tymol. Will ich da rein? Ich glaube, ne? Ich will ja aber anscheinend nicht wieder raus. Von hier kam, hat die alte gerade. Ne. Das ist ein anderer Innenhof. War drogensüchtig und ich hasse diesen Ausdruck, aber es ist wahr. Als es sehr schlimm war, dachte ich, dass es dir mit jemand anderen besser gehen würde. Ich wollte dich früher zurückholen, aber es wurde mir verboten. Sie sagten, ich sei nicht bereit, aber jetzt bitte ich es. Zloe, ich liebe dich. Nein, nicht zweimal drücken, du Arsch. Fallen lassen. Tagebuch von Chloe. Ich hatte einen Traum, nachdem ich letzte Nacht mit dem ganzen rituellen Zeug herumgespielt habe, das ich gefunden habe. Es war weniger ein Traum, mehr wie das Durchleben einer Erinnerung. Diese schreckliche Tür tauchte vor mir auf. Sie hatte diesen Ziegenkopf, der mir Angst machte. Die verlorenen Kinder, genau die aus den Nachrichten, standen da vor der Tür. Und ich schrie, klopf nicht an die Tür. Zwei laute Klopfe und ich erwachte in kaltem Schweiß. Ich weiß, es ist nur ein Traum und Baby Yaga ist Schwachsinn, aber es wirkte so real. Was ist denn ein Baby Yaga? Ist das aus irgendeiner Mythologie ein Scheiß? Baby Yaga, also irgendwas kann ich nicht aufheben. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten lesbaren Objekt. Nämlich diesem Bier. Ja, das ist Cola, ne? Hey Cola. Jess und Chloe. Aha. Ich krieg das mit den Türen nicht so ganz hin, irgendwie. So, ist die Tür auf? Die ist auf und hier ist niemand. Hier ist niemand. Hier ist irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier.
Ah. Was zum Teufel ist hier los? Ist da noch jemand? Ja, kann ich denn irgendwie antworten? Ich bin mir nämlich... Was habe ich denn jetzt aufgehoben gerade? Das war so ein extra Gimmick. Oh, das war gerade ganz unangenehm auf dem rechten Ohr, dieses Geräusch. Ich dachte, die würde rechts neben mir stehen, aber da war nichts. Zumindest habe ich so getan, als hätte ich nichts gesehen. I'm sorry, I cannot help further. I hope the little info I sent can help you. Zu. Ich kann das Ding nur zumachen oder auf? Greifen. Irgendein Quatsch. Oh. Huch. Ja, das ist leider kaputt. Hallo. Was ist denn hier mit diesem Haus los? Spinnen die alle komplett? Hey, Fenster ist auf. Was? Shit. Schieß mein. Okay, ja, behalt. Behalt doch die alte. Was soll ich mit so einer Verrückten? Ist das jetzt hier linear? Kann ich nirgendwo anders hin? Muss ich jetzt hier einfach weiter rennen? Scheint, ne? Langweilige Story. Also ich laufe jetzt die ganze Zeit im Haus im Kreis und ich guck mal, ob ich hier noch vorne irgendwas machen kann. Hier. Nö. Ich gehe mal in zurück zu dem Zimmer. Hallo, ich bin ja da. Hier war doch vorhin gerade die alte. Anscheinend. Und hier sehe ich jetzt keinen Brunnen mehr. Was ist das denn? Hm. Hm. Naja. Schlechter Winkel vielleicht, einfach nur. Was sehe ich doch von da vorne? Wenn nur Ben hier wäre. Ohne ihn ist alles anders. Er war meine Stütze bei allem und so hilfreich bei Sorgerechtsstreit um Chloe. Er hatte recht, als er meinte, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können. Und es ist nur wichtig, dass ich jetzt das Richtige tue. Das Schlimmste daran, Mutter zu sein, sind nicht die Nächte ohne Schlaf. Es ist die Liebe, die man empfindet und keiner bereitet einen darauf vor. Ich liebte Chloe seit der Geburt, selbst wenn ich unter Drogen war, als ich sie weggegeben habe, als ich Welten von ihr entfernt war. Und ich liebe sie jetzt. Sie gehört mir und ich werde es nicht zulassen, dass sie mir jemand wieder wegnimmt. Tja. Verrückte. Verrückte. Wir zum Thema verrückt. Ich mache mir die Tür zu. Ich gehe erstmal hier oben lang. Licht an. Licht an. Hier ist... Was ist das denn? Das ist so eine kleine, kann ich die auch? Muss ich die kaputt machen? Ha! Ha! Genau richtig gemacht. Ich musste sie tatsächlich kaputt machen. Ja, sehr klein. Ich habe bestimmt schon welche übersehen. Hallo. Hallo, ich will da gar nicht wissen, was da wieder abgeht. Hier, nimmt das hier noch mit. Vorderseite Jessica Webb Thomas. Saphir-Preisträger 2016. Rückseite Wasser aus der Quelle, um die unschuldigen verschlungenen Seelen zu reinigen.
Kann ich mich drehen? Aha. Tschüss. Oh, easy, easy geworfen. Guck mal hier. Geiler Winkel. Was ist das? Hallo. Was ist das? Will ich hier rumlaufen? Ich habe da nicht so Bock drauf gerade. Auf so eine Scheiße hier. Hier ist zu. Gut. Kann ich hier noch was machen? Hier ist auch zu. Chloe hat geraucht. Ist das... Ah, interessant. Schön. Was ist das? Kann das da rein? Jetzt hier, den Pimmel verrühren. Ja, geht nicht. Kann ich nichts mitmachen mit dem Scheiß. Naja, ich würde sagen, ich beende erstmal die Aufnahme und laufe dann in der nächsten Folge hier rum. Und würde erstmal sagen, bis später. Tschüss.